Okay, also das Video mit den Tipps in den Turnieren hat fast 2000 Aufrufe. Das Besserwerden auf Maus und Keyboard Video hat hingegen fast 80.000 Aufrufe. Wie kann ich wieder Aufrufe bekommen? Oh mein Gott, ich hab's. Und hiermit herzlich willkommen zum neuen Video über meine Keyboard-Entwicklung. Ja, in meinem Video mit 80.000 Aufrufen, ist krass, habe ich euch ja Tipps gegeben, um auf Maus und Tastatur besser zu werden. Also guckt euch das Video gerne an, wenn ihr noch auf Maus und Keyboard switchen wollt. Aber da stellt sich natürlich die Frage, wie habe ich mich jetzt nach einem Jahr auf Maus und Keyboard verbessert? Und genau das schauen wir uns in diesem Video an. Lasst auch noch gerne ein Like und ein Abo da und schreibt in die Kommentare, ob ihr auch auf Keyboard gewechselt seid oder ob ihr es gerade macht und wie es so bei euch läuft. Und solltet ihr noch Hilfe beim Wechsel von Controller auf Maus und Tastatur brauchen, könnt ihr euch natürlich gerne das besagte Video angucken. Ansonsten würde ich sagen, los geht's mit meiner Einjahresentwicklung. Und am Ende kommt für meinen jetzigen Stand noch eine Montage, also bleibt bis zum Ende dran. Oh mein Gott! So, und hier seht ihr mein Gameplay, als ich eine Woche auf Keyboard war. Man sieht auf jeden Fall, dass das noch nicht so stabil war. Ich habe ja gerade erst angefangen, musste erstmal alle Binds machen, auf alle Binds klarkommen und so. Also, ich finde, nach einer Woche geht das schon klar. Sieht hier krasse 90s von mir und so weiter. Aber ja, das ist normal, wenn man auf Maus und Tastatur anfängt, dass das erstmal so aussieht. Aber guckt euch einfach das Gameplay an und viel Spaß. Kleiner Triple Edit. So, kommen wir auch schon zu den 2 Monaten auf Keyboard. Man sieht hier auf jeden Fall in dem Gameplay, dass sich meine Mechanics und wie ich einfach auf die Binds klarkomme, deutlich verbessert hat. Man sieht ja hier jetzt auch Realistic Gameplay, also ich fighte ja auch, also nicht nur Freebuild. Man sieht auch, dass ich schon ein bisschen Aim habe und ein bisschen meine Shots hitten kann. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich hier mit nach 2 Monaten schon alles shitte und ich schon besser bin, als ich auf Controller war. So ein Wechsel braucht eben seine Zeit und ich habe dafür geübt auf jeden Fall. Man sieht auf jeden Fall, dass es mich verbessert hat, aber wenn ich weiß, wie ich heute spiele, merke ich auch, dass da noch ein riesiger Unterschied ist. Also seid gespannt auf die Montage am Ende nach einem Jahr. Ich habe nach 2 Monaten auch noch ein Scrim-Game gefunden, was ich damals auf Twitch gestreamt habe. Also, guckt euch gerne an, wie gut meine Endgame-Skills nach 2 Monaten waren. Boom. Und Schildpilze. Okay. Der will mich haben. Ich bin chillen, Jungs. Ah, smart.
probieren's. Scheiß drauf. Ach, ich bin so smart. Am Medkit Player Fight. Oh, 10 HP, Mann. Okay, ich habe wirklich keine Ahnung, warum ich hier Gameplay von nach 6 Monaten auf Maus und Keyboard habe. Ich weiß es nicht, warum ich hier einfach so ein Scrim-Endgame random aufgenommen habe. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich bin froh, dass man jetzt ein Scrim-Endgame von mir hat nach 6 Monaten auf Keyboard. Also, guckt euch gerne an, wie smart ich da gerotet bin und wie meine Mechanics im Endgame waren. Viel Spaß mit dem Endgame. So, kommen wir auch schon zum vorletzten Step und somit zum 9-Monate-Step. Der nächste wird dann der 12-Monate-Step sein oder, naja, ein bisschen mehr als ein Jahr bin ich schon auf Maus und Keyboard. Hier seht ihr ein bisschen Freebuild von mir. Ich glaube, da war es aber sehr laggy irgendwie. Also ich glaube nicht, dass ich da so schlecht in meinem Freebuild war. Es war irgendwie ein bisschen scheiß mit dem Aufnehmen. Aber hier seht ihr ein bisschen Freebuild-Gameplay und auch ein bisschen Arena-Gameplay. Und ja, ich finde, nach 9 Monaten sieht man auf jeden Fall schon, es hat sich sehr, sehr viel getan. Generell, wie gut ich jetzt einmal die Tasten und die Maus kontrollieren kann, so wie viel Kontrolle ich habe, da sieht man, dass es auf jeden Fall viel, viel besser ist, als es nach 2 Monaten war oder so, dass ich jetzt einfach viel mehr Kontrolle habe und mich viel wohler fühle auf Maus und Keyboard auch. Leider gibt es bei dieser Aufnahme irgendwie keinen Sound, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Okay, wie versprochen kommen wir jetzt zum Schluss zur Montage, zu der Einjahresentwicklung. Ich hoffe, euch gefällt die Montage. Es ist meine erste, die ich so in der Art gecuttet habe. Also es ist nicht wirklich eine Montage, es sind eher ein paar Clips.
Aber ja, schreibt in den Kommentaren gerne, wie es euch gefällt. Und es ist jetzt auch nicht die krasseste Montage, also alle Clips sind so in ein, zwei Tagen entstanden. Deswegen erwartet jetzt nicht zu viel, aber trotzdem viel Spaß. Yeah, keep the